Der SC Magdeburg stellt die Weichen für die neue Saison. Davon ist nicht nur der Kader betroffen, sondern auch die Struktur im Management des Vereins. Coach Bennett Wiegert rückt in die Position des Geschäftsführers Sport auf. Eine Entscheidung, die monatelang vorbereitet wurde, in den internen Abläufen aber nicht viel Veränderung schaffen wird. Im Innenverhältnis ändert sich eigentlich gar nichts, weil wir das eh schon so gehandhabt haben, dass wir Teamentscheidungen getroffen haben, in die ich immer involviert war. Wir wollten das Außenverhältnis, die Struktur des SC Magdeburg etwas klären, etwas erweitern. Und da kam das Präsidium auf die Idee, zwei Geschäftsführer einzustellen oder zu bestellen, nennt man das. Und ab dem 1.7. dieses Jahres werde ich dann als Geschäftsführer Sport und sowohl als Cheftrainer der ersten Bundesligamannschaft aktiv sein. Marc-Henrik Schmidt wird Sprecher der Geschäftsleitung und zeichnet verantwortlich für die Bereiche Unternehmensentwicklung, Marketing, Kommunikation und Finanzen. Auch auf der Trainerbank wird es einen Wechsel geben. Yves Grafenhorst gibt das Spielertrikot am Ende der Saison ab und wird neuer Co-Trainer und Jugendkoordinator. Nach 20 Jahren im Verein für ihn ein logischer Schritt, der sich auch aus vielen Gesprächen mit der Vereinsleitung ergeben hat. Die Gespräche liefen halt über die letzten paar Wochen und auch Monate. Es waren offene Gespräche, die der Verein in Person von Benno, Marc Schmidt, unserem Präsidenten und unserem Aufsichtsratschef Bodmar Reichert mit mir geführt wurden. Daraus hat sich dann halt ergeben, dass jetzt ab Sommer für mich ein neuer Abschnitt beginnt und ich mich darauf sehr, sehr freue. Und wie gesagt, ich bin halt wirklich sehr dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen und werde mein Bestes geben, da alles dem Verein unterzuordnen und bestmögliche Resultate zu erzielen. Der jetzige Co-Trainer Thomas Svensson bleibt dem Verein auch weiterhin erhalten. Er wird wieder Torwarttrainer und unterstützt den Verein mit seiner Erfahrung und seinen Verbindungen im Welthandball. Dass SCM-Urgestein Yves Grafenhorst dann als Co-Trainer auf der Bank Platz nimmt, freut seinen jahrelangen Weggefährten Bennett Wiegert. Sehr, sehr. Das war eine sehr wichtige personelle Entscheidung, die uns allen, glaube ich, auch nicht einfach gefallen ist, weil ich Yves das immer noch zugetraut hätte, einen sehr, sehr guten Part als Spieler bei uns inne zu haben. Trotzdem glaube ich, dass der Gesamtverein oder gerade die Abteilung Handball mehr Wert davon hat, als Yves in anderer Aufgabenfunktion zu sehen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, weil ich das auch als Win-Win-Situation für beide Seiten sehe, auch für Yves, und freue mich sehr für ihn, dass er dieses Angebot unsererseits angenommen hat und uns über seine Karriere hinaus erhalten bleibt, und das sicher sehr, sehr langfristig. Die SCM-Fans dürfen sich also in der nächsten Saison auf ein Trainerduo mit Magdeburger Vergangenheit freuen. Und wenn beide ihre Kompetenz und Harmonie auf die Mannschaft übertragen können, wer weiß, was dann alles möglich ist.